Die Suche hat für mich noch kein Ende. Ich habe mir ja das letzte Mal ein Tütchen geholt und habe eins der Great Nights hier gehabt. Das ist der da hier. Der ist noch nicht bemalt, das Base ist noch nicht gestaltet, aber das habe ich noch vor. Genau, das war in den Tütchen. So. Ich möchte aber gerne ein Space Marine haben. Und am besten zwei, damit einer als Ultramarine bleiben kann. Und ein Primaris, würde ich wieder als Salamander umbemalen. Weil das ja mein Orden ist und die gibt es leider so nicht zu kaufen. Das sind hier jetzt die kleinen Chibi-Figuren von Warhammer, von der Firma Bandai. Ja, viel gibt es da nicht zu sagen, außer dass es 5 verschiedene gibt. Ich weiß nicht, welche Wave, welche Sorte, Serie, welche, wie viele es da schon gibt. Aber hier steht, ich weiß nicht, ob man das sieht, Serie 1. Also wird es wohl eventuell demnächst Serie 2, 3 und was weiß ich wie viel geben. Wäre auf jeden Fall sehr cool, weil die Figuren schon richtig putzig sind und die haben fast die Größe wie, fast wie die normalen Figuren. Und gerade wenn man sie bemalt und gestaltet, ich weiß, dass das Base, glaube ich, ein bisschen größer war, kann man die eventuell auch im Spiel benutzen. Und was richtig cool ist, ich habe schon reingeguckt, tada, es ist ein Marine, das ist ja klasse. Das ist klasse. Diese Kartons verhindern, dass man die so abtasten, abfüllen kann, aber das ist mega cool. Ich sehe schon, oh, wie putzig. Okay, ich muss ihn erst befreien. Ich finde es richtig klasse, dass sie so kleine Base haben. Dann kippen die auch nicht so schnell in der Vitrine, obwohl der jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, würde der stehen? Ja, der würde auch ohne Base stehen. Ah, das ist ja mega cool. Mit dem Bolt da vorne und so. Rückenmodul. Der sieht richtig cool aus. So richtig cool. Nicht sehr groß. Klein und putzig. Obwohl der Kopf ein bisschen größer wirkt da zum restlichen Körper irgendwie. Aber das macht ihn gerade so putzig. Also ich finde ihn richtig klasse. Der fühlt sich auch so ein bisschen matt an. Richtig klasse. An dem werde ich noch viel Freude haben. Vielleicht kann ich ihn auch in meinem Spiel verwenden. Der macht sich da bestimmt gut. So als kleiner Mini-Sturmtruppler. Ja, das ist mein cooler Space Marine. Ich finde die Idee richtig klasse. Wenn der jetzt noch beweglich wäre oder Waffenoptionen zum Austauschen hätte, wäre das schon ultra mega cool, aber so ist es auch. So ist es auch schon gut. Man muss ja auch mit dem zufrieden sein, was man da hat. So, jetzt habe ich aber noch eine Tüte, weil ich mir dachte, na gut, falls ich wieder nicht Glück habe, habe ich mir jetzt noch eine genommen. Und es wäre auch nicht schlecht, wenn der kleine, ich weiß nicht, Adeptus Mechanicus, der Ranger hier drin wäre. Ich spiele zwar den Orden nicht, aber der ist ja auch einfach so putzig. Na gut, wollen wir mal gucken. Ist ja schon sehr spannend und aufregend hier, was wir drin haben. Diesmal gucke ich nicht rein und es ist ein... Ups. Ein Green Knight. Jetzt habe ich 2 davon. Ja. Den lasse ich dann geschlossen. Den habe ich nämlich jetzt hier doppelt. Aber wenn er bemalt ist, ist dann nichts mehr doppelt.
Weiß nicht, inwiefern man da was umgestalten kann. Mal gucken. Das werden wir ja noch sehen. Aber ich habe einen Space Marine und das ist einfach klasse. Das macht sich richtig cool in der Vitrine. Ja. So sehen die zusammen aus. Dann wird die Suche noch ein bisschen weitergehen und ja, ich werde mir die Tage vielleicht noch mal zwei Tütchen holen. Und wer weiß, was dann noch drin ist. Ja, zweimal will ich es noch versuchen. So viel dazu, zu den kleinen Chibi-Figuren Serie 1.